Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. So langsam kommt die Urlaubszeit. Manch einer wird sich jetzt überlegen, was mache ich in diesem Urlaub? Mit dem Schiff unterwegs sein, irgendwo hinfliegen, Corona, alles blöd. Der große neue Trend, wenn wir den Medien glauben dürfen, heißt Camping. Wohnmobile sind beliebt, es gibt sie in allen möglichen Größen und ich habe gedacht, wir fangen mal ganz klein an. Habe für die heutige Folge einen VW Caddy Beach geholt. Beach mag jetzt vielleicht bei dir zu Hause auslesen, aha, ist ein Auto, mit dem man an den Strand fahren kann. Ja, kann man in dieser Ausführung, der hat nämlich einen Allradantrieb. Man kann mit dem an den Strand zumindest fahren. Ich weiß nicht, wie weit, bis man wieder rauskommt, aber das müssten wir vielleicht mal irgendwann ausprobieren. Wenn man am Strand ist, was kann man da machen? Das Geilste wäre ja so morgens wach werden, Fenster rausgucken, ins Meer gucken. Das kannst du mit diesem Auto tatsächlich, denn dieses Auto hat eine sogenannte Camping-Ausstattung mitgekriegt. Ist nicht wirklich teuer und soll dir den Komfort geben, den man beim Camping braucht. Ja, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Campingfreak, ich kenne mich nicht so wirklich gut mit aus, habe aber einen ganz großen Vorteil. Bei mir in der Nähe wohnt Christian Schlüter, der ist bei Volkswagen Nutzfahrzeuge als Pressesprecher für den Bereich Camping und ein echter Campingfreak und den habe ich hier gerade mal zufälligerweise hier an diesem Parkplatz getroffen. Christian, von dir möchte ich mal wissen, diese Campingausstattung, die da drin ist, das ist unter anderem ein Bett. Ja, also wir haben in diesem Caddy Maxi Beach, den du hier fährst, das heißt, du fährst die lange Version, die ist etwas länger als der kurze Radstand. Also der Caddy Maxi Beach bietet dir alles, was du brauchst, um campen zu gehen. In der Grundausstattung, das heißt, wir haben natürlich keine Dusche, kein WC und keine Bowlingbahn an Bord, aber wir haben alles dabei, was wir brauchen, um am Wochenende oder mal ein, zwei Wochen lang loszufahren. Sprich, wir haben Bett, wir haben Stauschränke, wir haben Campingmöbel wie Tisch und Stühle an Bord, wir haben eine Kühlbox, wir haben sogar ein Vorzelt, um den Heckbereich nochmal zu ummanteln. Damit haben wir noch etwas mehr Platz, um auch bei Regen zum Beispiel mal draußen sitzen zu können. Was heißt jetzt Zelt, wird sich mal Lerner fragen. Das heißt, ich kann so ein Zelt da irgendwo neben das Auto irgendwo hinstellen. Nein, das hat man ganz clever mit der Heckklappe verbunden. Genau, wir haben Druckknöpfe an der Heckklappe. Man öffnet die Heckklappe, knüpft das Zelt an die Heckklappe ein und hat dann einen knapp 4 Quadratmeter großen Raum, der wind- und regengeschützt ist, in dem man dann auch frühstücken kann, wenn es denn mal schlechtes Wetter sein soll. Aber eigentlich hat man gutes Wetter beim Campen und das kann man dann auch nutzen ohne Vorzelt. Man liegt im Bett, Gesicht zur Heckklappe, Klappe auf, man hört das Meer, die Wellen oder einfach nur die Vögel, wenn man draußen in der Natur ist, sofern man einen schönen Platz gefunden hat zum Übernachten. Im Auto übernachten. Mir fällt eine Geschichte ein, die muss ich dir erzählen. Ich habe vor vielen Jahren bei der DTM am Norrisring einen Kollegen beobachtet, der, sagen wir mal, etwas geizig war und der hat immer versucht, sein Hotelzimmer zu sparen und der hat im Auto geschlafen und ich habe gesehen, wie er aus einem Volvo-Kombi hinten rausgekrabbelt kam und konnte sich kaum bewegen. Und habe ich ihn gefragt, was denn du? Und dann hat er gesagt, oh, im Auto schlafen ist echt unbequem, aber ich wollte mir die Kohle sparen. Also es ist wirklich ein sehr bequemes Bett. Es ist natürlich nicht so riesig wie zu Hause vielleicht. Wir sind hier bei 1,10 Meter auf nahezu 2 Meter Länge, was wirklich ausreichend ist. Zu zweit muss man sich ein bisschen mögen. Aber es ist eben nicht einfach eine Holzplatte, wo ein Schaumstoff drauf liegt, sondern es ist ein Federelement drin. Das heißt, man kann schon wirklich bequem schlafen und da liegen. Und wenn man es nicht braucht, wird es einfach weggefaltet und man hat wieder Platz im Fahrzeug für die Taschen, für die Campingmöbel, um alles dort drin zu lassen. Dieses Bett kann ich auch, wenn ich es nicht brauche, rausnehmen. Genau, es ist halt ein Gestell, was ich mit Schnellverschlüssen rausnehmen kann. Ich kann da drunter noch Taschen packen und habe halt im Bedarfsfall auch wieder die Möglichkeit, den Caddy komplett leer zu räumen. Das heißt, ich räume alle Sitze raus und habe dann einen riesengroßen Transporter bei IKEA. Es gehen, schätze ich mal, 14 Billigregale rein. Hast getestet? Die Anzahl nicht, aber ich kenne Leute, die mit so einem Auto immer gefahren sind und auf einmal mit dem Golf gestanden haben bei IKEA und festgestellt haben, dass der Schrank aus der Restetour doch nicht mehr ins Auto gepasst hat. Also man gewöhnt sich sehr schnell an die Größe und an den Komfort eines solchen Fahrzeuges und das bringt es natürlich dann auch den Reiz, am Wochenende damit mal in die Natur zu fahren oder einfach auch in der Woche abends mal eben zu einem See hinfahren. Man hat das Notwendige immer im Auto, Schlafsack dabei, morgens dann zum Duschen wieder nach Hause und dann zur Arbeit. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment, du hast über den Caddy ja schon mal gesprochen, es kommt ja demnächst ein neuer. Dieses Auto ist ja noch das aktuelle Modell, also dann der Vorgänger. Macht das jetzt noch Sinn, dieses Auto zu kaufen? Ich würde sagen, ja, ist ausgereift. Es wäre immer die Frage, was möchte ich? Möchte ich jetzt das aktuellste Auto haben? Dann müsste ich ein bisschen warten, bis der neue Caddy Beach kommt. Sage ich aber, ich möchte jetzt losfahren, jetzt im Moment, ab zum Händler. Angucken, ausprobieren, vielleicht auch mieten, um das Gefühl mal zu bekommen, wie ist das mit so einem Fahrzeug. Aber das Auto und das Konzept ist ausgereift. Das bieten wir schon sehr lange so an. Und das Feedback des Kunden sagt, in diesem Segment ist es genau das, was man braucht für Ausflüge.
Wo hast du mit dem schon überall gecampt? Mit dem auch an verschiedenen Orten. Grundsätzlich kann man sagen, man kann nahezu überall auf der Welt campen. Und es waren wirklich ganz, ganz verrückte Orte dabei, wo man nur mit so einem kleinen Auto campen kann. Also ein 8-Meter-Wohnmobil wäre an einige Stellen überhaupt nicht hingekommen. Und je kleiner das Auto ist, desto besser ist es manchmal. Und jetzt mit dem Allradantrieb kann man schon auch auf Sardinien oder so den einen oder anderen Strand besuchen, wo man mit einem normalen Wohnmobil nicht hinkommt. Wenn es jetzt nicht unbedingt der Strand Sardinien sein soll, dann könnte ich mit dem Auto ja theoretisch auch auf der Kö irgendwo mal übernachten. Es ist prinzipiell überall möglich zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Man hat ein Verdunklungssystem in dem Auto. Das heißt, ich kann vorne die Frontscheibe verschließen, kann die Seitenscheiben verdunkeln und habe dann meinen geschützten Raum und kann natürlich auch auf der Kö, wenn es sein soll, wenn die Parkgebühr das erlaubt, kann ich dort übernachten. Da muss man echt keine Angst haben, dass man jetzt sagt, komm, vorne durch die Windschutzscheibe, da kommt überall das ganze Licht rein, da können alle Leute sehen, wenn ich penne oder was ich da sonst im Auto mache. Es ist so dunkel, dass man zwar noch erkennt, ob draußen Tag oder Nacht ist, aber keiner kann reingucken. Und das ist ja das eigentlich Wichtige dabei. Man möchte seine Privatsphäre haben und man kann dort unbeobachtet übernachten. Wer jetzt sagt, Mensch, ich habe vielleicht mal früher in der Jugend gezeltet, das war vielleicht ein bisschen unkomfortabel. Das ist jetzt schon eine ganz andere Welt, wenn man das vergleicht. Naja, es ist halt eben nicht das Iglu-Zelt, wo ich auf der Erde liege. Es ist auch nicht der Kombi, wo ich krumm hinten drin liege, sondern ich habe halt ein richtiges Bett. Ich habe Stautaschen, die ich mit reinnehmen kann in die Wohnung zum Beladen. Das heißt, ich packe meine Klamotten vernünftig. Ich finde die auch alle wieder. Ich habe einen großen Tisch. Ich habe zwei bequeme Stühle. Kann ich jetzt eigentlich nur sagen, wir müssen das auch ausprobieren. Ich werde mal gucken, wie man ein Bett aufbaut. Campingstühle, Tisch habe ich gefunden. Das ist echt alles super praktisch. Passt auch alles ins Auto rein und man kann hinterher auch noch was mitnehmen. Ja, Christian, ich sage vielen, vielen Dank für deine Hilfe und ja, vielleicht hören wir uns dann ja mal in einer der nächsten Folgen von Roadtrip, der Autopodcast, wieder. Sehr gerne, würde mich freuen. Tschüss. Ja, und weil der Christian uns das alles so schmackhaft gemacht hat, im Caddy zu übernachten, wenn wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich baue das Auto jetzt mal zum mobilen Schlafzimmer um und werde mal gucken, wie lange das überhaupt dauert und wie einfach oder wie schwierig das ist. Also, hier ist die Zeitmaschine und dann hören wir uns gleich wieder. Kuckuck, da bin ich wieder. Diesmal reden wir nicht über Kilometer, sondern über Minuten. Ich habe ungefähr 15 Minuten gebraucht, um aus dem Caddy ein mobiles Schlafzimmer zu machen. Also das Bett zu einer großen Liegefläche umzubauen ist relativ easy. Du musst erstmal die Rücksitze umlegen, dann die Vordersitze umklappen und dann hast du, wenn du das Bett ausgeklappt hast, auch relativ schnell eine große Liegefläche von 1,10 mal 2 Meter. Mir kommt es echt groß vor. Ich habe die Verdunkelungen zum Teil dran gemacht, weil es einfach ein wunderschöner Sommertag ist und ich es hier ein bisschen hell drin haben wollte. Hab zudem noch hier das Seitenfenster auf der rechten Schiebetür aufgemacht. So kommt ein bisschen Luft rein. Es ist ein wirklich schöner, warmer Tag heute. Und ich habe das Auto so hingestellt, dass ich, wenn ich aus dem Bett rausgucke, hinten aus der Heckklappe direkt auf den Hermann gucke. Was kann man mehr als Lipper sich wünschen, als Urlaub im Auto zu machen und immer noch den Hermann in den Augen zu haben? Ja, wir wollen natürlich jetzt nicht den Hermann im Auge behalten, sondern wir wollen gleich mal Folgendes machen. Wir wollen mal ausprobieren, wie schläft es sich denn im Auto. Und dafür brauchen wir nochmal die Zeitmaschine. Also, bis morgen und gute Nacht. Kuckuck, da bin ich wieder. Ja, das war's. Meine erste Nacht im Auto und meine erste Nacht im Caddy Beach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich gut geschlafen. Das Bett ist fest, aber nicht zu fest. Ich habe super drin geschlafen, also besser als in manchen Hotelbetten. Es ist echt eine Alternative. Hätte ich nie gedacht. Wenn du jetzt sagst, jawohl, ich wollte mich sowieso mit dem Thema Camping näher beschäftigen, weil Corona ist jetzt für mich so eine Zeit, wo ich sage, ich möchte nicht fliegen, ich möchte keine Schiffsreisen machen, kann ich dir echt nur ans Herz legen. Christian hat es auch gesagt, die VW-Händler helfen gerne und man kann sich so ein Auto auch mal angucken und kann da drin auch mal Probe schlafen. Wo du den nächsten Händler findest, ganz einfach, schau in die Shownotes. Ich packe einen Link zur offiziellen Seite von Volkswagen Nutzfahrzeuge dabei und da findest du auch einen Händler. Was gibt es sonst zu dem Auto zu sagen? Ganz ehrlich, es ist ein sehr ausgereiftes und ein echt cleveres Auto. Das sind viele Detaillösungen. Zum Beispiel hier hinten an den Heckscheiben hat man so eine Art Taschen angeklemmt. Die kannst du auch wegnehmen, wenn du sagst, nö, ich fahre jetzt einfach im normalen Alltag nicht mit irgendwelchen Dingen im Auto rum, kann man die rausnehmen, kannst du auch rausgucken, gute Sache. Aber wenn du unterwegs bist und musst deine ganzen Sachen mitnehmen, dann hast du hier so eine Art Schranksystem drin. Du findest alles wieder, alles liegt da drin sauber, es poltert nichts durch die Gegend. Eine ganz clevere Lösung. Ja, ich weiß, es gibt wieder welche, die sagen, die sind aber so teuer bei VW. Ja, es hat aber auch einen Grund. Es sind nämlich die vielen Details,
Zweilösungen. Natürlich könntest du die beiden Campingstühle, die hier in dem Auto drin sind, ganz einfach hin in den Kofferraum legen, losfahren, fertig. Nächste Kurve hörst du sie und weißt, ja, sind immer noch beide da. VW hat sich das aber cleverer überlegt. Die haben gesagt, nein, das ist keine Lösung, das geht einem auch irgendwann auf die Nerven. Die haben diese Sitze fest hinter den Rücksitzen positioniert. Und zwar in Covern, die auch noch eine Befestigung hier an der Seite haben, dass sie nicht hin und her fliegen. Und ich habe über unseren ganzen Test diese Stühle nie irgendwo rumrutschen gehört. Die sind nirgendwo angeschlagen. Das ist eine ganz saubere, eine ganz vernünftige Lösung. Und das sind halt eben diese kleinen Details, die dieses Auto so wertvoll machen. Ja, wertvoll, weil wenn du ihn verkaufst, kriegst du natürlich auch eine Menge mehr Geld als bei anderen deutlich billigeren Autos. Also es ist eine Anschaffung, die man sich echt gut überlegen sollte und sie ist in meinen Augen absolut ihr Geld wert. Es ist der aktuelle Caddy. Es kommt ein neuer. Wenn ich mir den jetzt hier so angucke, der ist so ausgereift. Dieses Auto hat auch echt viele Assistenzsysteme an Bord. Also es ist ein sehr sicheres Auto, es ist ein clever durchdachtes Auto, es macht Spaß und es ist unheimlich praktisch. Ein Hochraumkombi, in dem du nahezu alles drinnen lassen kannst. Wenn du also jetzt überlegst, dir so ein Auto anzuschaffen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Gelegenheit, so ein Auto zu bekommen, war nie günstiger als im Moment. Denn der Modellwechsel steht bevor. Die Händler haben diese Autos auch auf dem Hof stehen. Und ich kann dir echt nur empfehlen, geh da mal hin und sprich mit denen, wenn du so ein Auto haben willst. Ich glaube, du wirst einen fairen Preis für so ein Auto bekommen. So, und das soll es auch schon gewesen sein mit unserer nahezu Urlaubsfolge. Ich habe wenigstens mal im Auto geschlafen. Und wenn du jetzt in den Urlaub fährst, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Komm gesund wieder. Und ja, wenn du wieder da bist, dann hören wir uns auch bald wieder mit der nächsten Folge von Roadtrip, der Autopodcast. In diesem Sinne, gute Fahrt, schönen Urlaub, bleib gesund und bis bald. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.